Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren, die Grünen fordern hier, die finanziellen Leistungen für Hartz-IV-Empfänger deutlich zu erhöhen und sämtliche Sanktionen abzuschaffen. Solch sozialistischer Umverteilungswahnsinn war schon immer zum Scheitern verurteilt. Sozialismus ist kein politisches Konzept, sondern es ist eine gesellschaftliche Seuche, die immer in Massenarmut und Elend endet. Alles für alle. Alles für alle funktioniert nämlich immer nur so lange, bis alles alle ist. Ein Sozialstaat ist eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit. Das hat der Kollege Zimmer gerade wunderbar dargelegt. Es gibt jene, die Sozialleistungen empfangen, und andere, die mit ihrer Arbeitsleistung überhaupt erst die Sozialleistungen ermöglichen. Und beide Gruppen haben Rechte. Genauso wie die Bedürftigen ein Recht auf existenzsichernde Leistungen haben, haben die Steuerzahler ein Recht darauf, dass die Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Ein funktionierender Sozialstaat und soziale Gerechtigkeit bedeuten, dass jeder bestrebt ist, nach seinen Möglichkeiten seinen Teil zur Gesellschaft beizutragen. Wer dazu nicht bereit ist, den muss ein wehrhafter Sozialstaat mittels Sanktionen dazu zwingen. Alles andere ist asozial gegenüber den Steuerzahlern, die diesen Sozialstaat finanzieren. Sie von den Grünen wollen immer nur den Sozialleistungsbeziehern die Rechte stärken und die Pflichten mindern. Den Steuerzahlern hingegen bürden sie damit immer mehr Pflichten und Belastungen auf. Sie sorgen dafür, dass es attraktiver wird, sich im Sozialstaat einzurichten und auf Kosten der Allgemeinheit zu leben. Damit zerstören sie die Leistungsbasis der Gesellschaft und die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaats. Ihr Antrag ist ein Schlag ins Gesicht der fleißigen Familien und Alleinerziehenden, die mehrere Jobs ausüben, um mit ihren Kindern ein gutes Vorbild zu sein und die trotzdem nur knapp über dem Existenzminimum leben. Diese Eltern, die ihren Kindern die deutschen Tugenden von Fleiß, Strebsamkeit und Bescheidenheit vorleben, haben höchsten Respekt verdient. Und ich finde es etwas respektlos, dass hier ein grüner Abgeordneter und ein Linker sich über einen Zeitungsartikel freuen gerade. Ist egal. Grüne und Linke halt. Es ist beschämend, wie respektlos Sie sich gegenüber diesen armen Familien und Alleinerziehenden verhalten. Ein Drittel aller Hartz-IV-Empfänger sind inzwischen Ausländer. Tendenz stark steigend. Und was machen Sie? Sie pampern jene Ausländer, die sich im Sozialstaat eingerichtet haben. Damit treten Sie die Leistung vieler integrierter Zuwanderer mit Füßen, die für einen Lohn knapp über dem Existenzminimum arbeiten. Sie lehren Zuwanderern Faulheit und Anspruchsdenken an einen Sozialstaat, der jeden Wunsch ohne Gegenleistung erfüllt. Das ist nicht nur grundfalsch, sondern es ist auch absolut schädlich für den sozialen Frieden und es vernichtet jegliche Integrationsbemühungen. Sie fordern in Ihrem Antrag absolute Freiwilligkeit und keinerlei Verpflichtungen mehr für Hartz-IV-Empfänger. Klingt ja gut, Freiwilligkeit. Wie wäre es, wenn wir Freiwilligkeit nicht bei den Beziehern von Sozialleistungen, sondern bei den Steuerzahlern einführen? Lassen Sie uns doch damit mal bei der CO2-Steuer anfangen. Wer einer komischen Endzeitsekte angehört, die glaubt, dass die Erde und das Klima bald untergehen, der kann die CO2-Steuer ja gerne bezahlen. Und alle anderen, die klar im Kopf sind, die zahlen die neue Steuer eben nicht. Wie wäre denn das? Ja, da regen Sie sich drüber auf, weil das nicht in Ihr Weltbild passt. Meine Damen und Herren, mein Vorname ist Martin. Ich bin benannt nach einem guten Menschen, der seinen eigenen Mantel mit einem Obdachlosen geteilt hat. Die heutigen Gutmenschen, die sind genau das Gegenteil davon. Die möchten sich selbst immer als gut darstellen, indem sie mit dem Geld, das andere hart erarbeitet haben, Wohltaten verteilen. Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten. Seien Sie, wie der heilige Martin von Tours, gute Menschen und eben keine Gutmenschen. Frau Kollegin Lemke, so leid mir das tut, aber für den Zwischenruf lächerliche Schießbudenfigur erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Herr Abgeordneter, der Sichert, nein, Sie nicht. Herr Abgeordneter, Sichert, ich weise Sie jetzt letztmalig darauf hin. Wenn Sie Ihre nächste Rede bei meiner Sitzungsleitung nicht korrekt mit der Anrede der Präsident beginnen, bekommen Sie einen Ordnungsruf. Sollten Sie sich weiterhin so provokativ verhalten, gibt es weitere Ordnungsmaßnahmen. Denn Sie wollen provozieren, darauf werde ich dann auch eingehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als nächster Redner hat für die SPD-Fraktion der Kollege Dr. Martin Rosemann das.